Hey YouTube, willkommen bei Serwot. Ich bin gerade zurück aus dem Apple Store in Oberhausen und habe das neue iPhone 5S mitgebracht und das wird jetzt einmal ausgepackt. Ihr seht, es ist die schwarze Variante, denn es gab weder die weiße Variante noch die goldene Variante an der Position, wo wir waren. Wir waren ungefähr Nummer 100 oder so in der Warteschlange. Und da eigentlich schon seit Nummer 50 war gar nicht mehr dran zu denken, eine andere Farbe zu bekommen. Also reißen wir zuerst mal das Papier hier ab. Und dann sehen wir hier iPhone 5S, den altbekannten Apfel. Auf der anderen Seite auch iPhone 5S und wieder den Apfel. Hier sehen wir verschiedene Daten des Geräts, zum Beispiel 64 GB Speicher. So. Und jetzt heben wir das Ganze hier mal ab. Man sieht oben schon iOS 7 drauf und da ist das Gerät. Gucken wir uns das mal ein wenig genauer an. Und was auffällt, es hat keinerlei Macken am Rand. Anders als die meisten iPhone 5s in Schwarz, die letztes Jahr vorgestellt wurden. Dieses Ding ist ja auch jetzt nicht schwarz, sondern heißt Silver Gray. Und ja, es ist auch ein bisschen gräulicher. Ziehen wir die Schutzfolie hier einmal ab. Dann sehen wir das noch mehr. Vorne ist es richtig einfach schwarz. Und auf der Rückseite, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Grau. Natürlich haben wir hier wieder den Mini- oder Nano-SIM-Kartenslot, Standby-Button. Und sonst ist hier oben nichts mehr. Auf der Unterseite haben wir den Lightning-Connector und den 3,5 mm Klinkenanschluss sowie Lautsprecher und Mikrofon. Auf dieser Seite haben wir die bekannten Plus- und Minus-Volume-Button und das lauter leiser. Ja, es sieht kratzfreies aus. Sieht eigentlich ganz nett aus. Mir gefällt es eigentlich recht gut, aber ich werde es wahrscheinlich doch noch auf das weiße iPhone wechseln, denn das weiße gefällt mir noch besser. Mit dem goldenen konnte ich mich nicht so anfreuen. Oder an Freunden. Das ist auf jeden Fall das Unboxing gewesen des Telefons. Ich lege das mal hier ab, so damit es zumindest mal ein Bild ist. Und schauen wir mal, was sonst noch in der Box ist. Einmal natürlich dieses kleine Mäppchen, was immer dabei ist. Friemeln wir das mal auf. Und da ist diese, ja, Art Sicherheitsnadel, mit der man den SIM-Kartenslot öffnen kann. Oh, hier ist es in weiß. Das gab es leider nicht mehr. Wieder in weiß. Ach. Naja, demnächst. Und hier sind dann die Apple-Sticker. Außerdem in der Box ein Stromanschluss, ein Lightning-Kabel und einmal die neuen Kopfhörer. Das war's. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Ich werde demnächst nochmal einen Kommentar aufnehmen zum Warten, denn da gab es einige Sachen, die mich gestört haben beim Warten vom Zentro Oberhausen, die ich loswerden möchte. Und dann gibt es natürlich auch eine Review und einen Vergleich mit dem iPhone 5. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann und tschüss.